Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Wir spielen Isaac. Ich hatte gerade schon wieder einen Run aufgenommen, aber immer wenn ich sterbe, ohne irgendwas zu erreichen, finde ich es unnötig, den Part dann hochzuladen. Vor allem, wenn er halt relativ kurz ist. Ist halt irgendwie unnötig. Wir hatten ganz gute Items eigentlich. Also, es ging. Wir hatten einfach null Damage. Wir haben nicht mal Kackhaufen gewone-shottet, wir hatten Quadshot. Das war übel dumm. Also, das war echt, also... Wir hatten, glaube ich, ein Damage abgefunden in dem ganzen Run. Ein einziges. Emergency Contact. Wenn wir die Karte einsetzen, kommt eine Marmhand nach unten. Die, ja, Gegner angreift. Und ein bisschen Schaden zufügt und festhält. Was, ja, ganz praktisch sein kann. Aber naja. So, ja, ich hoffe, der Run wird hier besser. Wir hatten die Biebe, wir hätten Marm halt one-shotten können. Aber wir hatten halt auch am Ende einfach kein Leben mehr. Und dann hat mich, aua, so eine dumme Alter, diese scheiß Steinviecher, ne? So eine dumme Superform one-shottet, weil ich nur noch ein schwarzes Herzchen hatte. Die hat mich halt übel in die Enge getrieben. Ich konnte nichts mehr machen. Nichts mehr. Das war halt übel scheiße. Aber naja, was soll's. Kann ich nicht ändern. Wenn die Items nicht mitspielen, dann was soll ich machen? Ich meine, ohne Damage irgendwas anzurichten gegen dauerhafte Superform ist halt echt schwer. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ein bisschen Konzentration hier. Zu viele Fliegen auf einmal, finde ich. Wir haben Charming Tears gehabt. Also, wir haben Charming Tears, aber wir hatten auch den Charm-Effekt auf dem Gegner drauf, so. Aua. Warum renne ich denn wieder dumm in sowas rein? Das ist total scheiße, Alter. Ich will halt zu schnell irgendwie durchrushen. Zu schnell irgendwas machen. Das ist halt total dumm. Hier ist ein blauer Stein. Das ist sehr geil. Wieso springe ich hier? Ich hätte hier sprengen können. Obwohl, nein, da kann der Dings gar nicht sein. Larry Jr., okay. Kriegen wir ohne Emergency Contact hin. Das ist auch mal ein schöner erster Boch. Boch. Das ist ein schöner erster Boss. Wir hatten im ersten Itemraum eben, Big Chub. Die bessere Variante von Little Chub. Obwohl, ich bin mir da nicht ganz sicher. Es fliegt, also das fliegt halt übel langsam, macht aber in der Zeit halt auch ganz gut Damage. Im zweiten Itemraum hatten wir TNT. Total unnötig, brauchten wir halt nicht, weil wir die Bibel hatten und Marm one-shotten wollten. Und die nächsten Itemräume waren dann auch übelster Bullshit, außer Quadshot. Quadshot war das einzig gute Item in dem Run. Wir hatten Explosivo, aber das hat mich eher verstört und mir eher dann wenig gebracht, im Endeffekt, als mir irgendwie zu helfen. Chariot ist sehr gut. Oh, Panic Power. Wir haben Damage bekommen. Okay, bringt die Spritze noch irgendwas? Klingt nämlich irgendwie so. Eieiei. Okay. So, wir gehen mal mit der Chariot-Karte in den Geheimraum. Kann ja sein, dass wir hier drin noch eine Chariot-Karte bekommen hätten. Aber wie es aussieht, nicht. Haben wir auch Speed-Up? Ne, Speed-Up haben wir nicht bekommen. Es fühlt sich aber noch mehr an, Alter. Noch mehr als vorher. Aber okay, Speed-Up ist schon mal schön. Ich bin auf jeden Fall endlich mal ein bisschen schneller. Das hatten wir in den ganzen Runs hatten wir immer das Problem, dass wir übel langsam waren. War halt nervig. Aber konnten wir halt nicht ändern. Und wir haben nur noch ein blaues Herzchen. Das würde ich auch gerne behalten, bis wir beim Boss sind. Und den Boss auch besiegen mit dem blauen Herzchen. Damit wir den Devil Deal mitnehmen können, wenn er gut ist. Wenn der Devil Deal scheiße ist, also wenn er nicht nötig ist, wenn es jetzt kein Damage-Up ist oder so, dann würde ich gerne auf Angel Deals gehen. Damit wir nach Marms Herz die Möglichkeit haben, einen Angel Deal zu bekommen und mal in die Kathedrale gehen können. Anstatt zu Satan. Den Schlüssel könnten wir gebrauchen, kommen wir aber nicht an. An die Bombe kommen wir an, dann haben wir auch gleichzeitig zwei Schlüssel und die Möglichkeit, den Supergeheimraum zu bekommen. Ich muss mal hier, glaube ich, legen. Ja, aber da war der Supergeheimraum leider nicht. Schade. Itemraum haben wir, okay. Haunt, okay. Das könnte nicht so schwer werden.
Die Geister sind halt übel nervig. Vor allem mit unserem Damage. Er meint nicht wirklich Damage. Okay, sehr gut. Wenn ich treffen würde, danke, wir haben getroffen. Eieiei, Brimstone, okay, nice. Bisschen Konzentration hier. Okay. Sehr gut. Oh Gott. Der Lebensbalken ist schon recht niedrig. Oh Gott, ah, das war dumm. Da getroffen zu werden. Ich habe auf den Lebensbalken gerade geschaut von ihm. Das war mein Problem. Aber wir haben den Magic Mushroom. Ja, Mann. Schön. Alle Stats up. Das ist ja geil. Okay, Dark Bomb müssen wir mitnehmen, Leute. Dark Bomb müssen wir mitnehmen. Er gibt uns so viele rote, so viele blaue Herzchen insgesamt. Ist auf jeden Fall sehr nötig. Ich glaube, wir haben jeden Dark Bomb Run bisher gewonnen, ne? Deswegen ist schon ganz gut mitzunehmen. Greifen sich jetzt gegenseitig an, geil. Charming Tiere sind auch eine schöne Sache. Wir sind super schön schnell, das ist sehr geil. Oh Gott. Ich habe ihn gerade befreit aus seinem Gefängnis. Alter. Ich habe gerade mein Damage unterschätzt. Ich habe gedacht, wir schaffen es noch, ihn zu besiegen. Aber haben wir leider nicht. So, in den Kackhäufchen könnte ein rotes Herzchen drin sein. Ist es aber nicht. Okay. 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 Sehr gut. Huh. Nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das haben wir gerade so noch überlebt. Okay. Ai, 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 ai. Okay, nice. Nice, 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 nice. Versteck dich nicht hinter dem Pilz, danke. Okay. Oh nee, Fledermaus. Nein! Okay, so Devil, die Chance ist gesunken. Okay. Wir müssen jetzt endlich mal, danke, das Portal zerstören. Wir haben halt ganz gutes Damage. Unsere T-Rate ist halt nur noch ein bisschen scheiße. Okay, die haben wir. Die Fliege dürfte auch genau explodieren. Sehr schön. Alles klar. Wir können halt langsam echt mal ein blaues Herz brauchen. Irgendwie rote Herzen können auch droppen, weil die kann Dark Bomb halt aufheben. Aber so ein blauer Stein. Wir haben halt kaum blaue Steine, Alter. Hatten wir einen blauen Stein? Ja, in der ersten Ebene hatten wir einen, ne? Richtig. Das hält unsere Begleiter näher an uns dran, eigentlich. Vielleicht erst ab hier? Nee, auch nicht. Hä? Vielleicht zählt es nicht für Dark Bomb. Kann sein, keine Ahnung. Aber, naja. Gut, gehen wir weiter. Oh Gott, oh Gott. Das sind halt übel nervige Räume. Komm. Nice, Kettner-Reaktion. Was ist der gerade auf dem? Okay, schön. Okay, hier ist der Itemraum. Sehr gut. Kettenreaktion, sehr geil. In den Itemraum. Dry Baby ist ganz gut eigentlich. Das schützt uns halt vor gegnerischen Tränen. Wir können es einfach in die Ewige stecken. Bei It Lives zum Beispiel. Sehr praktisch. Wir one-hitten noch keine Spinnen, Alter. Das wundert mich. Obwohl wir den Magic Mushroom haben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Oh nein! Oh, oi, 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 das war knapp. Das war knapp. Okay. Batterie brauchen wir nicht. Ach stimmt, wir haben eine XL-Ebene, ne? Das heißt zwei Itemräume, Leute. Das heißt zwei Itemräume. Sehr schön ist das. Ich wollte gerade sagen, wir haben Gimpy, ne? Aber stimmt gar nicht. Judgment. Was haben wir für ein Judgment? Ihn. Können wir gleichzeitig so ein bisschen was hier machen? So, das reicht. Sprengen wir das mal. Schade, kein rotes Herz hinbekommen. Okay, ich glaube, das war ein Fehler. Kompass, das ist sehr gut. Wo ist der Itemraum? Da oben. Hier ist der Shop. Wir gehen zum Shop, Leute. Oh Gott. Okay. Wir haben gerade das Glück, dass wir so einen relativ einfachen Raum bekommen. Bombe. Gucken wir mal hier. Ja, der Kompass zeigt uns halt die Orte an, wo die verschiedenen Special-Räume, sag ich mal, sind. Wie der Shop, Itemraum, Bossräume, etc.
Also alles eigentlich. Und ist ein sehr beliebtes Item in Speedruns. Aber ja, wir haben ja kein Speedrun. Blaues Herzchen. Oh. Okay, wir nehmen das mit und wir nehmen das mit und wir spenden eine Karte. Eine Münze. Haben die Black Candle freigeschaltet. Die Black Candle entfernt Flüche aus dem Spiel, aus dem Run halt. Also wenn wir die Black Candle haben, gibt uns erstmal ein schwarzes Herzchen, wenn wir sie aufnehmen. Und wir bekommen für den restlichen Run keine Flüche mehr. Was auch ein sehr geiles Item ist. Also auf jeden Fall. Props an dich, Black Candle. Du bist ein schönes Item. Und mich nerven gerade ein bisschen diese ganzen Gegner hier. Ah, kacke. Habe ich nicht gesehen. Und dieses Portal, Alter. Und dieses Portal. Okay. Oh. Wir haben noch unser halbes blaues Herzchen. Wir bräuchten mal rote Herzchen. The Stars. Zu welchem Item brauchen wir heute sonst? Ja, geil, zu dem. Schön, und wir bekommen Poison Tears. Oh Gott, oh Gott. Alter. Das sind... Okay, die haben wir. Da ist noch einer, okay. Keine Spinnen. Okay, nice. Wir haben es getroffen irgendwie. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen oben lang. Oh, Poison Tears ist halt super geil, ey. Nein, wir müssen hier lang. Poison Tears ist halt richtig, richtig schön. Giftschaden ist super. Giftschaden ist immer, immer super. Kommt schon. Nice. Okay, das noch besiegen. Ein rotes Herzchen. Dark Bomb holt es dir, genau. Immer schön Dark Bomb die roten Herzen geben. Und immer schön auf blaue Steine achten. Aber wir haben hier keine blauen Steine, Alter. Das ist echt krass. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Alter. Dass ich da ausgewichen bin, wundert mich gerade so ein bisschen. Okay, Little Gertie. Der dürfte eigentlich ganz easy sein. Außer wenn er gleich übel schnell charged, aber das macht er nicht. Sehr gut. Okay, das war dumm. Okay. Ah, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Okay. Komm schon, irgendwas, was blaue Herzen gibt. Ein Damage-Up ist auch okay. Damage und Range-Up. Jetzt haben wir Sustain. Oh Gott, oh Gott. Okay, schön ausgewichen. Komm. Nice. Okay, wir haben's. Okay. Und HP ab. Ist okay. Können wir gebrauchen. Wir haben alles abgecheckt. Okay, alles klar. Dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Okay, wir haben da einen Zacki-Zack herum. Wir gehen oben lang. Links lang. Und da nach oben lang. Okay, den haben wir auch. Der ist auch besiegt. Der oben auch. Okay, schön. Der auch. Der dürfte durchs Gift, genau. Den haben wir auch. Nichts gedroppt, schade. Oh Gott. Huh, das war knapp. Das war auch knapp. Da hat uns gerade das Dry Baby gerettet. Hei, hei, hei. Okay, schön. Duck Bum, hol dir mal das rote Herzchen da hinten. Genau. Gib mir mal bitte ein blaues. Sehr geil. Okay. Schöne Sache. Wir bekommen einen 100%igen Deal. Haben wir schon einen Devil-Deal gehabt? Ja, Duck Bum. Genau, stimmt. Okay, wir dürfen jetzt nicht getroffen werden auf dieser Ebene. Wir müssen noch langsam mal zwei Ebenen durchhalten, ohne getroffen zu werden. Das ist sehr geil. Wir bekommen jetzt zu 100% auf der Ebene einen Reiter. Das macht dieses Book of Revelations. Lässt uns zu 100% einen, einen Reiter als Boss spawnen. Irgendwie so. Soll das, glaube ich, sein? Ich glaube, es funktioniert nicht immer, aber eigentlich schon. Oder jede zweite Ebene oder so. Ich weiß es nicht genau. Und gibt uns halt ein Seelenherz. Das öffnen wir. Das öffnen wir. Geld. Wir können den Job abchecken. Das machen wir auch. Auf jeden Fall. Okay, der ist besiegt. Nice. Bomben.
Nehmen wir auch gern mit. Zombie. Oh. Es gibt Itemräume ohne Items? Alter. Noch eine Pretty Fly. Okay, was ist das? Make a Wish. Ich nehme es einfach mal mit. Einfach mal so. Hier können auch Items drin sein. Oder ein rotes Herzchen. Nimm mit. Sehr geil. Okay, wir sind, was Leben angeht, sehr gut dabei. Okay, das war knapp. Das war sehr knapp. Wie gesagt, wir wollen auch auf jeden Fall den Job. Kommen wir auch hin, weil wir auf dem Weg zum Boss da hinkommen. Okay, nice. Wir können den Boss Rush erreichen, Leute. Okay. Diese weiße Superform können wir erst angreifen, wenn alle anderen Gegner besiegt sind. Bei diesen Gegnern hier liebe ich Poison Tears. Ich liebe sie. So ein Herzchen. Will ich es mitnehmen? Oh, Lucky Toe. Das nehmen wir mit. Luck Up ist immer schön. Und die Map. Wir haben eine super geile Combo, Leute. Mit der Map und dem Kompass. Das heißt, wir sehen 100% durch den Weg. Und spenden, und spenden. Den Weg zu den verschiedenen Sachen. Da ist ein blauer Stein. Ich hab dich gesehen. Sehr geil. Okay, was Leben angeht, sind wir safe, Alter. Was Leben angeht, sind wir erstmal safe. Das heißt, ich will auch gar nicht mehr so getroffen werden. Ich will jetzt auch erstmal zwei Ebenen keine Herzchen mehr aufsammeln. Das heißt, ich will nicht getroffen werden und keine Herzchen aufsammeln. Wir wurden eben getroffen, ne? Scheiße, stimmt. Das heißt, wir müssen... Ja, okay. Wir wollen ja noch zwei bestimmte Charaktere freischalten. Einmal Samson und einmal Eve, ist es, glaube ich. Hat sich selber in die Luft gesprengt, sehr geil. Ah, okay. Das war diese Ebene schon mal. Getroffen. Okay, komm, bleib da. Nice. Schlüssel und blaue Herzchen. Komm. Geh von deinem Ross runter. Geh runter. Nice, sehr gut. Jetzt ist es die einfachere Form. So, ja, ab der nächsten Ebene keine Herzchen mehr aufsammeln für zwei Ebenen. Außer wir sind echt knapp am Arsch, dann natürlich. Dann sammle ich sie auf jeden Fall auf. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Und wir bekommen Brimstone Baby. Und das Item macht, glaube ich, dass Sachen doppelt droppen. Das ist, ja, ich glaube, das ist das Item. Lässt Sachen doppelt droppen. Nehmen wir beides mit. Nee, Evil Up. Und Enemies will pay. Ich habe keine Ahnung, was das Item bringt. Scheiße. Gut, Step 2. Kein Schaden nehmen. Mom's Bra. Okay, wir müssen es einmal aufheben. Wow. wir sehen nicht unser Leben. Das ist unser Curse. Curse of the Unknown. Okay, sehr gut. Brimstone Baby hilft halt übel gut. Das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Heb mal auf. Na, okay. Ich muss aufpassen. Ich will halt echt keine Items, keine Herzen aufheben. Das kann man halt am einfachsten eigentlich in den ersten Ebenen machen. Items. Oh, warte mal. Zählt Book of Revelations dafür, dass wir Items aufheben? Dass wir ein Herzchen aufheben? Ich weiß es nicht. Okay, kein Schaden genommen. Sehr geil. Okay, das, den haben wir. Oh Gott, noch ein Geist. Da haben wir noch einen Geist besiegt. Okay, wir haben alle. Nice. In Zacki-Zacki-Raum können wir leider nicht rein. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier oben müssen wir hin. Haben wir den... Oh, lol. Ach ja, Mom's Bra. Okay, bei Mom könnte es halt schwer sein, dass wir keinen Schaden, Schaden bekommen. Ja, auf der Mom-Ebene zum Beispiel kann kein Reiter, Reiter spawnen. Macht ja Sinn, weil da müssen wir Mom besiegen. Wir könnten den Boss-Rush erreichen. Dass ich hier gerade keinen Schaden genommen habe, wundert mich ein bisschen. Wuhu! Oh, unser Brimstone-Baby ist halt super nice, Alter. Es ist halt super, super nice. Münzen? Okay, hier könnte der Geheimraum sein. Oh Gott. Ja, ist er sogar. Das heißt, wir könnten in den Kampfraum reinglupschen. Okay. Bisschen Geld nehmen, okay. Vielleicht finden wir im Shop ja eine coole Karte oder so. Eine Joker-Karte, dass wir hundertprozentig einen Devil-Deal bekommen auf irgendeiner Ebene. Wäre ganz cool. Was haben wir hier drin? Okay. Ich muss aufpassen bei solchen Kisten und gucken, ob das eine Mimikiste ist. Das war knapp. Ja,
Ja, nichts unbedingt Geiles. Können wir hier unser Geld sprengen, spenden. Oh, schön. Zack, zack. Bleiben wir mal bei 5 Münzen. Wir hätten dann die Pille aufheben können. Ja, aber okay, das muss ich machen. 2 Schlüssel opfern für, ich glaube, das waren jetzt 6 Bomben. Mache ich auf jeden Fall gerne. Okay, kein Schaden nehmen. Okay, so hat sich das erledigt. Wir haben Schaden genommen, scheiße. Okay, dann müssen wir versuchen, auf der Bomb-Ebene keinen Schaden zu bekommen, auf den beiden Bomb-Ebenen. Aber wir können ja immer noch das... den Charakter freischalten, keine Herzchen für 2 Ebenen aufheben. Okay. Also man sieht, wenn ich will und gute Items, also ich die richtigen Items bekomme und nicht so ein Bullshit, dann kann ich Isaac spielen. Ich hab's ja gerade geschafft, schließlich kein Damage zu bekommen, die ganze Ebene lang. So, was bekommen wir? Wir bekommen das. Und wir sind beim Boss Rush noch dabei. Damage und Range Up und das Item dort ist schön. Das Item dort ist sehr schön. Okay, scheiße. Wir haben Damage bekommen, egal. Haben wir eh bekommen. Aber dafür haben wir auch... Okay, Moment. Was nehmen wir hier? Ich glaube, wir nehmen White Shot mit. Euphoria brauchen wir jetzt nicht. White Shot ist halt schon ganz geil. Haben wir halt einen White Shot, ne? Können die Gegner halt besser treffen. Oh, lol, den habe ich gar nicht... Wieso kam der auf einmal von hinten? Von da. Von hinter uns. Das war nicht gut. Oh Gott. Danke fürs Helfen. Nett von dir. Wir haben sogar Spektraltränen. Das ist sehr geil. Sehr geil. Aber wir könnten den Boss Rush schaffen, auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben wir haben, aber wir können halt unser Book of Revelations auch einsetzen. Zählt ja nicht als Herz aufheben. Okay, gut, dass ich das gerade nicht aufgehoben habe. Scheiße, ich habe mein Herz aufgehoben. Im Devil Deal eben. Scheiße, das blaue Herz hier. Oh Mann, bin ich dumm. Kümmern wir uns erstmal hier um den hier. Aber wir sind halt voll Herzen. Haben halt nur ein rotes Herz, denn das ist schon mal eine Sache, die ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke, ey. Was meine Mom ständig saugen muss, ist unglaublich. Oh, jetzt fängt die wieder an. Du hast doch gerade fertig gesaugt, Alter. Schlimm. Alter, der hat... Oh, dieser Leben, ey. Dieser Typ halt. Halt übel viel Leben. Das ist so nervig. Ach nee, den hatten wir eben schon. Okay, den haben wir besiegt. Nein, noch nicht. Komm jetzt aber langsam mal. Danke. Okay, dich. Komm, bleib stehen. Genau. Sehr schön. Unser... Oh, lol. Unser Brimstone-Baby hilft halt schön mit. Unser Brimstone-Baby hilft halt schön, schön mit. So. Wäre halt super, unsere Leben zu sehen. Auf der... Oh. Auf der Boss-Rush-Ebene die Leben nicht zu sehen, ist halt echt nervig. Das Gute auf der Womp-Ebene ist, wir können... Wir haben die Karte und den Kompass. Das heißt, wir werden definitiv den richtigen Weg zum Boss-Rush gehen. Zum Boss gehen. Was sehr, sehr geil ist. Okay, aua. Geh weg. Okay, nice. You unlock Keller 2. Oder Keller, einfach nur. Weiß ich nicht. Komm, dich besiegen wir jetzt einfach. Oh nee, ich hab keinen Bock auf dich, Engel. Alter, wie viel hältst du denn aus? Danke. So, nehmen wir, machen wir das mal eben. Wir haben ja eh schon Schaden bekommen. Können nochmal das ein aufnehmen. Aua. Du bist halt so ein nerviger Boss. Danke. Okay. Aber gut, dass wir kein Curse of the Blind haben. Ich glaube, das wäre schlimmer. Für den Boss Rush ist es halt übel nervig, wenn du Curse of the Blind bekommst. Weil du halt nicht siehst, was du aufheben wirst. Du musst dich halt blind zwischen 4 Items entscheiden. Was halt übel nervig ist. Okay, komm. Oh Gott. Das war knapp. Komm. Du bist halt übel nervig. Oh, danke. Oh, Brownie. Und der Reiter droppt ein blaues Herzchen, glaube ich. Er ist ein bisschen blau, oder? Droppt er ein blaues Herzchen? Nein, tut er nicht. Okay. Dann war ja nicht das richtige Blau. Hier oben liegt ein rotes Herzchen, Dagbam. Heb das mal auf, genau. Oh, die Maske. Und Bloat. Wir müssen den von oben besiegen. Aua. Die Maske. Wir müssen erst das Herz besiegen, Alter. Und dann die Maske.
Oh Gott! Alter, ist die Maske tot? Ich glaube, die Maske ist tot. Bloat ist halt übel nervig, genau deswegen. Haben wir ihn jetzt langsamer? Danke! Oh, haben wir den Boss-Rush langsamer? Ich weiß es nicht, ey. Wir haben gerade übel viel Damage kassiert. Übel viel. Oh Gott. Die droppen aber ein blaues Herzchen. Aua, das war dumm. Sag mal, hier ist ein rotes Herzchen. Komm, heb sie auf. Danke. Und Bomben in Blau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh Mann. Alter. Heb mal. Helf doch mit. Okay, gut. Ey, hier hätte gerade mithelfen können. Megamor? Ist das Megamor? Ich glaube Megamor. Zu besiegen. Okay. Ja, The Haunt. Ja, machen wir zuerst The Haunt, komm. Der ist easy. Oh Gott, Horseman. Okay, machen wir erst Horseman. Oh Gott, da warst du ja schon. Okay, jetzt haben wir den Horseman. Okay, und jetzt ist... Okay, Haunted. Wie viele Gegner kommen denn noch? Och nee. Hä? Was hat mich da getroffen? Hier, Dagbam. Hebt mal das rote Herzchen auf. Genau. Du bist meine Lebensquelle, Dagbam. Och komm, so langsam ist aber echt gut, ey. Oh Gott. Oh, scheiße. Alter, dass ich da gerade nicht so... Dass ich nicht früh getroffen wurde. Wundert mich gerade ein bisschen. Okay, dich haben wir. Schön. Jetzt bist du dran. Komm, Little Chat. Komm, oh nee, das ist noch ein normal Chat, ne? Komm, Chat. Oh, Isaac's Head. Und wir bekommen einen übel Scheiß. Ja, es ist halt eigentlich... Es ist okay. Aber wir brauchen es halt nicht. Wir brauchen es halt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Herzen ich noch habe. Sehr, 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 sehr gespannt. Voll! Nice! Hier da unten ist ein Zacki-Zacki-Raum, aber wir dürfen kein Leben, kein Schaden nehmen. Komm, Amsan, komm runter, danke. Da ist noch eine, okay. Sehr gut. Münzen. Wir müssen eh da lang. Aber ich glaube nicht, dass der Geheimraum neben dem Zacki-Zacki-Raum ist. Deswegen... Okay. 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 Kein Schaden bekommen. Okay, das ist keine Mimikiste. Ah, schön. Schlüssel und Geld. Sehr geil. Oh Gott. Okay, erstmal ein bisschen hier unten klar Schiff machen. Oh Gott. So viele Gegner. Ai. Uiuiui, dass wir halt noch nicht getroffen wurden. Wundert mich halt ein bisschen. I'm drowsy. Verschnellert das alles oder verlangsamt das alles? Irgendwie so einen Effekt hat das. Ich glaube, das verlangsamt alles. Wie es aussieht. I'm drowsy. Ich glaube, I'm excited oder so verschnellert alles. Oh Gott. Hände. Okay. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist da drin? Eine Karte. The Fool! The Fool ist schön. Okay, nice. Oh nein. Nein, Dagbam, das sollst du nicht machen. Er droppt mir ein blaues Herzchen, scheiße. Aber wir bekommen ein Devil Deal Item zu 100%. Ach, scheiße, wir haben Schaden genommen. Das war eingekesselt. Da konnte ich nicht ausweichen, Leute. Da hätte ich nicht ausweichen können. Okay, wir dürfen aber immer noch keine Herzchen aufheben. Aber Horn of Babylon können wir aber nicht nutzen, scheiße. Horn of Babylon wirkt nur, wenn wir nur noch ein halbes rotes Herz haben. Oder halt gar keins. Da oben ist eine Cate Room. Aber das bringt uns nicht, denn wir bekommen hier eh Schaden. Und zwar ein Herzchen. Und kein halbes. Das heißt, unsere eine Blood Donation Maschine hilft uns nicht. Komm her, danke. Komm. Wir haben noch kein Herzchen aufgehoben. Das heißt, irgendwen dürften wir gleich freischalten.
Ich hoffe, Book of Revelations zählt wirklich nicht dazu, dass wir ein Herzchen aufheben. Eigentlich dürfte es aber nicht machen, nicht dazu zählen. Oh Gott, oh Gott. Okay, sehr gut. Schlüssel. Schaden nehmen haben wir auf dieser Ebene auch noch nicht. Nur auf der anderen. Und da hat mich gerade irgendwas geschützt. Ich weiß nicht was. Der war nicht mehr vergiftet. Schade. Okay. Einen blauen Stein muss ich gar nicht suchen. Nein, wir haben schon wieder Schaden genommen. Okay. Das mit dem Schaden nehmen müssen wir in einem anderen Run machen. Wie es aussieht. Das können wir nicht hier machen. Aber dafür bekommen wir hier, glaube ich... Ich glaube, Eve ist das. Kein Herzchen aufheben. Kein Schaden nehmen ist, glaube ich, Samson. Bin mir da nicht ganz sicher, aber irgendwie so. So, hallo Mams Herz. Na, wie geht's dir? Bereit zu besiegen, besiegt zu werden? Oh Gott, Alter. Ich treffe diese Auge nicht. Okay, sehr gut. Komm mal her, Dry Baby. Danke. Ich glaube, also hier können wir nicht getroffen werden, glaube ich. Nein. Oh, das Dry Baby steht hier perfekt. Und wenn es halt getroffen wird von Tränen, dann macht es manchmal diesen Effekt, dass er am ganzen Raum Schaden zufügt, wie ihr gerade gesehen habt. Oh Gott, jetzt muss ich mich bewegen. Brimstone fängt es nämlich nicht ab. Aber wir haben es jetzt geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Nice. Und wir bekommen einen Devil Deal. Das heißt, wir gehen weiter. Und wollen noch Satan machen. Yo, unlocked Lost Baby. Transcendent. Challenge 6. Eve! Ja, nice. Eve ist mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Ich finde diesen Champion, wollte ich schon sagen, diesen Charakter so geil. Ich finde ihn super. Er ist ein super schöner Gegner. Charakter, Mann. Oh Gott, da sind die. Okay, jetzt keinen Schaden nehmen. Ja gut, für zwei Ebenen. Hehe, es geht nicht mehr. Obwohl, na, hier ist kein Zacki-Zacki-Raum. Kein Stachi-Raum. Sonst hätten wir... Gott, können wir uns durchsprengen hier? Ja, ne? Aua, scheiße. Die hat sich eh erledigt, Leute. Da hat uns gerade das Dry Baby wieder gerettet. Aber wir können jetzt wieder Herzen aufpicken. Das heißt, wenn rote Herzen spawnen und Dark Bam sie zu blauen verwandelt, sag ich mal, dann können wir sie endlich aufheben. Denn wir haben Eve freigeschaltet. Wir müssen irgendwie demnächst auch mal die 7 Herz-Container machen. Damit wir mal Maggie freischalten. Die, Alter, so machen wir machen so wenig Damage, ey. Aber es geht. Also es geht noch relativ. Devil nehmen wir gerne mit. Wir brauchen der Fool nicht. Schlüssel brauchen wir auch nicht mehr. Der kann sich ja eigentlich ein paar Kisten droppen. Nehmen wir mal kurz das Buch mit. Und das Buch, How to Jump, lässt uns halt springen. Bücherwurm mit Verwandlung bekommen. Ich weiß nicht, was diese Verwandlung bringt. Ich wusste, dass sie existiert. Ja, ich weiß aber nicht, was sie bringt. Lockdown. Irgendwas anderes? Okay. Mehr können wir dir leider nicht geben, lieber Bettler. Okay. Okay. Batterie. Wir machen das so. So, zack. Sehr gut. Sind wieder fast voll. Zack. Aua. Das war dumm. Das war immer richtig dumm. Ah, ein bisschen zu spät, glaube ich. Ein bisschen zu früh noch. Die Bombe gelegt. Man kann es halt so timen, dass die Bombe genau dann explodiert, wenn Fallen und die beiden Viecher das spawnen. Okay. Haben wir. Komm. Haben wir. Ich sollte mal Devil einsetzen. Wir haben halt ein 13er Damage. Also eigentlich haben wir ein ganz gutes Damage. So ist es nicht. Ich wusste gar nicht, dass Satan sich bewegt. Ich dachte mal, der steht einfach nur an einem Fleck. Okay, den haben wir. Nice. Ja, den Kampf dürften wir eigentlich packen. Ich schätze jetzt nicht, dass ich an den Füßen sterben werde. Ich weiß nicht. Das ist einfach nur die ganze Zeit rumrennen und fertig. Wenn, dann sterbe ich an diesen anderen kleinen Viechern hier. Ups. Ja. Das war's, Leute. Mit dem Run. Nice. Schöne Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob wir uns das Ending schon angeguckt hatten. Ich glaube schon, oder? Hatten wir uns das Ending schon angeguckt? Ich glaube schon, ja. Ja, hatten wir. Gut. Mom's naiv. Echt? Schalten wir mit. Oh.
So, ich würde sagen, als nächstes machen wir einen Run mit Eve. Unbedingt. Denn ich liebe diesen Charakter, wie schon erwähnt. Und ja, kein Damage bekommen. Das könnten wir eigentlich hinkriegen mit Eve. Obwohl, mit Eve eher nicht. Mit Judas, glaube ich, am besten. Weil Judas halt nur ein Herzchen hat. Und wir müssen halt noch unbedingt 7 Herzen. 7 rote Herzchen haben, Alter. Und demnächst mal mit Azazel den Greed Mode machen. Aber gut, Leute, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.